Ich tauche mit dir. Ich tauche vor, ja? Ja, ich, da, alles klar. Bockst du mehr? Ja, ja. Ich komme nicht voran. So, jetzt. So, weiter geht's. Weiter geht's. Guck, haben wir schon eine Höhle hinter uns. Genau. Oh, der Fisch ist unterwegs, der Koi. Echt? Hm. Ich würde jetzt gerne querfeld einschwimmen, das ist der kürzeste Weg. Also ich habe ihn auf jeden Fall jetzt gerade schwimmen sehen. Keine Ahnung, wir können es machen, wir können dabei aber auch sterben. Du stirbst in 45 Sekunden, nee, in 93 Sekunden bin ich tot. Okay, okay, okay. Ich tauche mit rüber. In voller Hoffnung, dass ich es überlebe. Schwimm schneller! Hüpf raus, Junge! Ich habe gerade dreckiges Wasser getrunken. Oh, war das eine gute Idee? Nö, aber besser als sterben, weißt du? Ja, das stimmt auch. Ich hatte ja gehofft, dass hier in der Ken, ne? Was drin ist. Da hinten sind noch irgendwo Raw Science Punkte, aber wir gehen jetzt zu Burgle, ne? Mal eben. Vorsicht, Mücken. Ja. Ich würde jetzt eigentlich auch ungern kämpfen, weil ich keinen Trink mehr habe, ne? I've had worse, I guess. Ja, wir sind aber, weiß ich nicht, du kannst ja gar nichts mehr. Wie lange lebst du noch? Also ich würde sagen, es ist noch 10% Trinken. Ist ja, nee, du kriegst ja angezeigt. Du lebst noch so und so viele Sekunden. Wenn du gar nichts mehr hast, dann kriegst du es angezeigt. So. Ich folge dir mal. Irgendwie. Dann fühle ich mich immer sicher. Finde ich mich hier nicht zurecht. Wo bin ich? Weiß ich nicht. Ah, nicht weitergehen, Hasi. Du hörst sie vielleicht schon schnarchen, oder? Mhm. Schnarchen ist in dem Spiel irgendwie immer ein schlechtes Zeichen, habe ich das gehört. Ach, guck mal, sie ist da. Ja, dann gehe ich weg. Ich gehe weg, ne? Tschüss. Also. Geh entweder nach Hause oder, wenn du willst, kannst du auch Burgle aufrufen. Du bist aber... Jetzt hat man deutlich gesehen, hat sich der HP-Balken von der Spinne deutlich verkleinert. Er ist rot geworden. Ist so gut. Aber sie heilt sich sofort wieder. Ach, die ist doch scheiße. Die haben doch total dran gearbeitet. Die Penner. Er ist doch gemein. Kann man so assi sein und das Spiel schwerer machen? Ja, ehrlich. Ich krieg die nicht mehr niedergeschossen. Bleib doch schlafen, Mädchen. Bevor ich einen Schuss setzen kann, halt die sich wieder hoch. Mhm. Oh Mann, das war so eine gute Idee. Aber ich kann mich doch nicht so stellen. Bleib schlafen, Spinne. Alles gut. Manometer. Kann ich wieder so viele Sachen wegpacken? Sag ich dir. Sehr gut. Ja, dann sag's jetzt, dass das gut ist. Lehm habe ich. Muskelspross. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich den ganzen Quatsch hinräumen soll. Jetzt hat die Albträume, die Spinne. Eddie auch. Ich habe noch 5 Pfeile. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Mann! Hey, warum habe ich immer die schlechten Voraussetzungen? Mich regt das so auf, diese Kackspinne. Die machen das, glaube ich, extra Fussel.
glaube, die machen das extra. Der ist nur am Heulen, diese Figur, weißt du? Kriegt nichts auf die Kette. Das ist ein Schwachmat. Hab Hunger, hab Durst. Ich bin nur 3 Tage unterwegs und hab Hunger. Wer hat denn nach 3 Tagen nichts fressen Hunger? Idiot. Nix kann er. Was ein Idiot, ehrlich doch. Der kriegt keine Ausdauer. Das ist ein Krepel, hör mal. Ach, riecht der mich auf. Haben wir Pfeile? Kannst du mal schnell welche herstellen? Ich hol mir die. Ich will die haben. Jetzt. Ja, mach das. Also ich meine, die kannst du dir selber mal eben machen. Also ja, ich bin schon so viel traue ich dir noch zu. Hier müsste was analysiert werden. Mhm. Ich bin gerade noch dabei, mein Inventar irgendwie mal leer zu machen. That was refreshing. Glaub mir, das ist nicht mal eben gemacht, weil so viel ist, wenn man hier weg. Und frag mich bitte nicht, wohin mit dem Rosenkohl. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist alles viel zu viel hier. Woher haben wir denn jetzt Rosenkohl? Den haben wir. Den Muskelspross, ja, das ist ja. Wo ist denn dieser? Nennt man auch Rosenkohl, klar. Der sieht doch aus wie Rosenkohl, oder? Ja, macht er ja, tut er ja auch, ja. Trotzdem war ich kurz irritiert, was du damit meinst. Gut, vielleicht sieht er eher aus wie Rotkohl, aber. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Mist. Ja, wenn man einmal damit anfängt, ne? Mhm. Ärgerlich. So, wohin hast du jetzt die Sprossen gepackt? Gar nicht. Ich hab doch gesagt, frag mich nicht, wohin. Wohin damit? Ach, schön. Das macht so Spaß, das Provozieren. Das ist super. Ja. Bist du mal irgendwann richtig eingeklatscht, Chris, weißt du? Aber richtig. Patschama macht das. Kein Beifall. Ich weiß nicht, wo hast du den denn jetzt hingelegt? Ich hab den noch nirgendwo hingelegt. Gorilla, du musst auch mal eine Entscheidung treffen. Wir haben ja eine Unterwasserkiste, wo wir Seerosen den Quatsch drin haben. Diesen Schleim, diesen Seerosenwachs. Da würde ich einfach auch einpacken. Und wir brauchen Distelstacheln, mein Freund. Distelstacheln. Nix lieber als das. Wo haben wir die Kiste? Ach, da unten. Ja, gut, okay. Ja, alles klar. Na? Ich leg den mal dazu. Ja, mach das. Das kannst du gerne machen, mein Lieber. So. Jetzt kriegt's einen auf die Fresse. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Komm, ess lieber doch. Hau hier einen drauf. Ich muss aber mega auf Toilette, also. Hau ihr schnell einen drauf. An mir soll's nicht liegen, weißt du? Laufen lassen, meinst du? Ja. Das ist einfach die Devise. Ja, komm, pinkel dir den Stuhl voll, das ist schon in Ordnung. Kannst auf den Hund schieben. Böser Mist. Das geht ganz immer. Böser Hund. Warum macht der sowas denn immer? Widerlich. Dabei war ich schon 8-mal mit dem draußen. Der und seine Blase, weißt du? Ich meine, du kannst ja zu Burgle, weißt du? Ja, genau, ich könnte derzeit zu Burgle, das ist eine gute Idee. Da. Na, er bleibt an einem Kleeblatt hängen, weißt du? Er hat nicht die Kraft an einem Kleeblatt vorbei. Nee, die hat er nicht. Aber du weißt schon, wenn ich wahrscheinlich bei Burgle bin, dass Spinnenleben hochgeht, ne? Das könnte sein. Sie schleicht hier. Probier es aus, ich bin jetzt gleich bei Burgle. Wir werden es feststellen. Du weißt, wer dann den Anschiss kriegt. Hm. Die Spinne. Betrete gerade die Höhle. Ja, die hat viel mehr HP. Ja. Wer hätte das gedacht? Jetzt hat sie weniger HP. Gut, wir haben 2000 Wissenschaftspunkte bekommen. Finde den Burgleship Dunkler Abstieg. Ja, das ist der Ameisenbau, den habe ich ja nicht angenommen. Das ist der schwarze Ameisenbau. Hier, töte Radnetzspinnen 5. Ja, mach das. Ja, dann mach das. Kann man annehmen, ne? So, okay, schließen. Die ist völlig durch, die Spinne, völlig. Aber wir haben auch 2000 Rorasheim-Punkte bekommen jetzt für den Burgleship. Hm?
Das ist er. Sauberheit wert. Jetzt bist du wieder in der Nähe, ne? Zack, ist die Abwehr wieder hoch. Ist unglaublich. Ich Penner. Unglaublich. Wie oft habe ich ihm gesagt, er soll das nicht. Wo bist du denn? Jetzt bist du wieder runter. Aber... Ich renne nach Hause. Ich renne gerade nach Hause und warte auf dich. Ich krieg die nicht mehr runtergeschossen. Das ist doch unglaublich, wie schnell die sich plötzlich wieder hochheilt. Es scheint so, als ob die direkt, wenn das Spiel merkt, okay, die ist verbuggt und funktioniert nicht, dass sie sich sofort, ne, wiederbelebt oder auflädt. Das scheint ja wirklich so zu sein. Also ich brauche 2 Pfeile, die lädt die in derselben Zeit wieder auf. Boah, die regt mich gerade so auf, die Spinne, ne? Weißt du, wie viele Pfeile hier unten liegen? Nö. Mehr als einer? 2. Und du weißt, dann. Das geht nicht. Da ist was falsch. Ich war ein One-Hit. Ich hatte nicht mal eine Chance, ihr einen zu klatschen. Du warst ein One-Hit-Wander, ja? Naja, ob Wunder, weiß ich nicht. Hi! Ach, Gorilla. Ich weiß nicht, wie man sonst gegen diese Spinnen kämpft. Weil die halt Gift haben. Keine Und wenn Ahnung. Wir keine Giftresistenz haben, dann macht die uns da sofort kaputt. Du weißt doch, was das für ein... Überleg mal, die ist nur von oben auf mich gesprungen und schon war ich weg. Da kann doch nicht sein. Ja, da geht ja auch schnell bei der. Das ist, da macht die keine halben Sachen, ne? Ja, ich weiß aber nicht, was war. Wie? Das weiß ich auch nicht, mein Schatz. Und das Problem das ist, wenn wir dann zusammen kämpfen, weißt du? Dann machst du, oder dann macht irgendeiner, macht dann den Fehler? Finalen. Nein, den finalen Stoß, weißt du? Mhm. Krieg dann. Den Punkt. So, ich gehe mal hinpinkeln. Ja. Ich bin gerade mitten bei der Spinne, Mann. Aber wie könnte man hier eine klatschen? Wie kommt man an diese Spinne ran? Fallen? Bomben? Vielleicht doch mit dem Gorilla zusammen? Oh Mann. Normalerweise gehe ich da einfach so dran und dann klatsche ich der eine und dann ist Jut, weißt du? Aber das hier ist ja... Wobei, ich habe sie zur Hälfte runter, aber jetzt macht die natürlich wieder einen auf, ne? Pfeile. Und du bleib doch mal stehen, du schreckhaftes Scheißviech. Bleib locker, Spinne. Gib mir mal meine Pfeile zurück. Och Gottchen, bleib doch mal ruhig. Vorletzten Fall. Unglaublich, oder? Unglaublich.
Sag mir bitte, du hast sie. Nicht so... Alter. Ey, ich bin gerade aus dem Kampf raus und du springst ins Mikrofon sprachlich, ey. Vorher fange ich mit einer ganz ruhigen Melodie an, so ein Wecker, weißt du? Ja, das wäre, weißt du, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das an dem neuen System liegt oder so, aber wenn du hier mit so einer Explosion reinkommst, ne, das ist schon hart für mich. Ja, ja. Kann nicht überall immer sofort reinknallen. Nee, es wäre wirklich angenehmer, ein bisschen ruhiger, so ein zartes. Hey, Fussel. Ja? Hallo, meine Lieben. Ja, jetzt das wäre schön. Bin ich wieder, also wenn du so reinpolterst, dann kriege ich immer, ne? Ja, das war vielleicht auch extra. Einfach, ja, um deinen Puls mal wieder ein bisschen hochzukriegen. Ja, ich will aber nicht den Puls hoch haben. Ich möchte keine Explosionen in meiner Aufnahme haben. Also hast du sie jetzt endlich besiegt, um zum Punkt zu kommen? Mit dem vorletzten Pfeil. Ja, okay. Und ich habe 67... Nein, ich habe noch keine 5 Stück getötet. Immer noch nicht. Ja, Gorilla, du hältst mich ja immer davon ab, weil du lieber tauchen möchtest, weißt du, planschen. So. Manometer, ey. Konnte ich dir erfolgreich wieder die Schuld in die Schuhe schieben, oder? Kannst du mir noch mal die Mutation Heckenschütze erklären? Ich verstehe das nicht so ganz. Was kann man an der Mutation Heckenschütze nicht verstehen? Du hast eine Chance, deine Ziele festzunageln. Vielleicht ist dir das aufgefallen bei einer Mücke. Ja. Die ist sozusagen direkt vor uns auf den Boden gefallen. Ah, okay. Das heißt, die Mutation sagt, dass du ihr so eine Art Critical gibst. Mhm. Und dann bleibt die, ja, fällt hin sozusagen, landet. Ah. Und dann könntest du theoretisch auch so bekämpfen. Okay. Manche schweben auch in der Luft einfach und greifen nicht mehr an, kurzfristig. Klar, ich verstehe. Ich verstehe. So, hier war übrigens noch Wasserfliegenfleisch. Jetzt haben wir nämlich den Smoothie Kiemenspülung. Sehe ich. Könntest du mal einfach nur ein Rezept bzw. eine Blaupause hinbauen für die Smoothie-Station? Du musst sie nicht bauen, aber einfach nur... Okay. Das sollte ich doch hinkriegen, eine Blaupause für die Smoothie-Station. Wo finde ich dich? Wahrscheinlich hier. Smoothie-Station, wo bist du? Smoothie-Küche. Jetzt hat der schon wieder Hunger. Das geht schnell in dem Spiel. Oder auch im echten Leben. Das ein Idiot, ehrlich. Ich glaube, ich spiele demnächst in den Schlauen. Das macht keinen Sinn mehr mit dem Pfeifenkopf hier. Gibt's auch Ruhe? Ja. Eichelkappe, Sprössling, Madenschleim. Gibt doch noch den Nerd, weißt du? Mhm. Die Eichelkappe? Pete heißt der. Pete. Madenschleim brauche ich noch. Haben wir alles da, ne? Madenschleim weiß ich jetzt nicht genau, ob wir da. Doch, Madenschleim haben wir. Ja, genug weiß ich nicht, aber Madenschleim haben wir auf jeden Fall da. Da. Ja, wir brauchen. Ne, warte mal, da oben. Ja, doch, haben wir genug. Madenhaut wäre jetzt eng gewesen, Madenschleim haben wir. Siehste, so ein schleimige Made haben wir doch immer. Finde ich auch geil, dass du jetzt weißt, dass dein Smoothie Maker mit Madenschleim gemacht ist, ne? Mhm. Ja, dann schmeckt der nochmal doppelt lecker, weißt du? Mhm. Ja. Ja, sowas braucht man anscheinend. Ne? Ganz bestimmt. So. Hast du deine schon aufgefüllt? Verbände und so weiter? Ja. Verbände habe ich. Habe ich jetzt 11 Stück von. Das reicht erstmal. Ja, gut. Da man ja sowieso immer gleich stirbt, weißt du? Ah, gut, ich glaube, ich muss doch zurück. Nicht gut. Na, ich nicht. Ich würde weiterspielen, aber du willst ja immer nie. Nie. Smoothie mixen, was kann man denn da? Rezepte? Ja, guck dir doch schon mal Smoothies an. Vielleicht kannst du ja schon mal welche machen. Normaler Smoothie ist mit Madenschleim und Muskelsprotz. Mhm. Es gibt verschiedenste Smoothies, ne? Ja, da stimmt. Öko-Power erfordert. Was? Felspelz? Erfordert Quarzit?
Was ist denn für eine kranke Geschichte? Ja, ist gut, ne? Hier, der Heckenmeister. Ah, da wird man geheilt, kriegt genügsam und Kamel. Das ist ja... Schwimmgeschwindigkeit, Schleppkapazität, Schadenresistenz, Angriff. Cool. Gasschutz kriegt man sogar durch einen, durch den Wagenschreimer. Und Flüssighorn erhöht deinen Angriff. Das ist ja praktisch. Cool. Fällt mir. Wie kommt denn die plötzlich hier? Oder ist die Radnetzspinne jetzt die Wolfsspinne oder ist die Radnetzspinne die, zu der wir Wespenspinne sagen? Das ist die Wespenspinne. Ja, ist, hier ist zufällig eine gewesen. Ja, auch nichts mehr an Gefahr für uns. Das war ja mal. Ja, das Blöde ist halt, dass er mit der Keule im Grunde die alte nur streichelt, weißt du? Streichelt schon wieder eine. Ja, hier kam noch eine zweite, die wollte unbedingt, die hat Stress gemacht. Soll vorkommen, ne? Ach, du weißt ja, wie sie sind. Ich bin auch mal auf Hauseweg, weißt du? Also, ehrlich? Ich leg mich jetzt einfach schon mal in den Sessel. Also, na, dann kann ich ja so lange relaxen. Du kannst chillaxen, natürlich. Solange du noch den ganzen Garten hier niederprügelst. Ja, du, ich gehe mal ganz kurz in den Sandkasten rüber. Ich bin in einer Stunde wieder da. Sekunde. Aber das ist eine Realtime-Stunde und nicht hier in Game-Stunde. Nee, natürlich Realtime. Was anderes interessiert uns doch nicht. Er hat einfach keine Ausdauer mehr, weißt du? Die Made. Hier liegt ein Pfeil rum. Dann heben auf. Ja, aber da liegt auch eine tote Dings neben, weißt du? Hier so eine grüne. Wie heißt sie noch? Made. Nee, die Maden sind ja weiß. Ich mach mal Tür zu. Hi. Ups. Ich hab zwei Spinnen getötet. Drei. Soll ich dir mal die Giftdinger zeigen? Ich hab voll die Giftzähne. Kann ich dich mit massieren, wenn du möchtest? Kannst mir die Resistenz zeigen, sobald du sie hast. Ja, das wäre schön. So. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum ist denn eigentlich mein Inventar so ungeordnet? Ich hatte ja meinen Rucksack kurz liegen lassen. Ja, woran könnte das liegen? Ach, ich keine weiß nicht. Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, das ist eine Frage, hast du recht. Ja, ne? Keine Ahnung, mein Lieber, keine Ahnung. Ach so, ich könnte mal eben... Du bist einer, ey. Ja, das ist halt, du hast immer was zu tun, weißt du? Haben wir eigentlich Platz für Bärenledertrocknung? Nö. Warum nicht? Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann wüsste ich nicht wo. Wenn, dann wüsste ich nicht wo. So. 1, 2, 3. Und, weil wir brauchen neues Bärenleder. Ich habe nämlich meine Rüstung mal repariert. Ah. Und deswegen ist da ein bisschen Bärenleder drauf gegangen. Boah, das ist aber eine gute Idee. Ich weiß. Und ich würde das ehrlich gesagt gerne vorher machen. Ne, weil nächstes Mal, dann fangen wir... Das ist halt mein Problem. Ne? Ich vergesse sowas immer. Weil ich weiß ja nicht, wann die nächste Aufnahme ist. Kann ja Wochen hin sein. Jetzt hat er schon wieder irgendwelche Probleme. Sag mal, was ist das für ein Idiot? Also manchmal frage ich mich wirklich, wo ich den her habe. Ich habe meine Armbrust in der Hand, aber ich finde sie nicht im Inventar. Was ist das schon wieder für ein Quatsch? Das könnte daran liegen, dass sie ja rechts in deiner Ecke ist. Sie ist ja rechts in der Leiste und nicht im Inventar selber drin. Ne? Hast du gefunden? Jetzt ist sie wieder im Inventar. Also wenn du die Waffe wechselst, dann ist sie wieder... Wieso nicht? Okay. Ja! Guck mal, die Waffe, die du in... Aua, wir haben Friendly Fire, du Vollidiot. Auf die Schnauze gehauen. Nee, wenn du die Ameisen... Also ich habe ja jetzt die Ameisenkeule in der Hand, ne? Ja, genau. Und die ist jetzt rechts, habe ich die in der Hand. Die ist aber nicht im Inventar. Wenn ich die jetzt ablege, ohne eine Waffe zu haben, dann wird sie auch wieder ins Inventar gelegt. Ja. Hast...
Du 13 Verbände, aber wie hast du die denn? In einem Stapel? Verbände. Oder hast du 11 und 2? 11. Okay, ich habe nämlich auch 11 und 2 und ich wundere mich gerade. Naja. Gut, mein Lieber. Amboss, so, du hast komm. Alles? Ja, ja, komm, jetzt machen wir mal endlich Schluss. Gorilla, du musst auch mal ein Ende finden, ehrlich doch. Mann, Mann, Mann. So, ich hoffe, in der nächsten Aufnahme liegen wir genauso entspannt noch hier wie jetzt. Du setzt mir immer den Helm dafür ab. Ja, weil so sieht's doch viel besser aus. Du bist ja ein komischer Dude. Okay, mach ich auch. Oder? So, guck mir nicht so tief in die Hose. Und liebe Zuschauer da draußen, ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet auch wieder in der nächsten Aufnahme ein, wenn es heißt, Tiere klatschen im Garten. Bis dahin, macht es gut. Bis dahin, ciao.